Dann das, dann das, dann das und das und dann noch das und das. Ah, da oben hätte ich jetzt auch noch was hinsetzen sollen. Jo, hallo, servus und hallo wieder zu einer neuen Runde Plants vs. 2. Ich habe seit einer gefühlten Ewigkeit dieses Spiel nicht mehr gebracht. Das lag vor allem oder liegt vor allem daran, dass es eben jetzt Plants vs. Heroes gibt und ich vor allem dieses Spiel spiele und auch hochlade hier auf YouTube. Und der zweite Grund ist einfach, dass es einfach kaum Inhalte gibt, also kaum neue Inhalte mehr, weil ich habe schon das komplette Spiel durch. Und sonst, es kommt ja keine neue Welt mehr, aber jetzt gibt es trotzdem einen neuen Inhalt und den seht ihr hier, das ist beim Reiseklotz, gibt es epische Aufträge, das sind hier 10 Stück, wir machen jetzt hier die 10. Welle, sage ich jetzt mal, den 10. Part, den 10. Tag, und die ersten 9, das sind immer die Tage, die was man hier auch sieht, das heißt, der erste Tag, also die erste Runde, sage ich jetzt mal, ist Ägypten, danach kommt Piraten, danach Wilde Westen und so weiter, das nächste, also das Tag Nummer 9 war Neon Mixtape Tour. Ich würde mal schätzen, dass dann der 10. Tag, den wir jetzt gleich spielen, ist irgendeine Welt im Jurassischen Moor. Schauen wir mal, ob das Ganze stimmt. Und, oh, jetzt bin ich ausgegangen. Und das Besondere ist, dass man, wenn man diese 10 Aufträge fertig hat, die was übrigens nicht wirklich schwer sind, also man kann sie auch ohne Geld oder, ich sage jetzt mal, ohne Geld oder diese Spezialfähigkeiten da locker schaffen eigentlich. Ich habe natürlich mir nichts geschissen und habe trotzdem ein bisschen Geld ausgegeben, weil ich einfach so viel habe. Aber wenn ihr auch jetzt nicht so viel Geld habt oder auch keine Pflanzen im Garten wie ich hier, mit denen habe ich auch ein bisschen gespielt, schafft man diese 10 Tage, diese 10 Runden, diese 10 Parts trotzdem recht einfach. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den letzten Part hier an. Man bekommt erstmal 50 Diamanten und die Edelsteine sind so, okay, lesen wir uns mal die Story hier durch. Diese Edelsteine sind so nah, ich kann sie schon riechen, wie Stachelbeeren im Frühling. Okay, ich glaube, das wird trotzdem ein bisschen schwieriger, denn hier sind nämlich Blumen und die dürfen die Zombies natürlich nicht zertrampeln. Und müssen wir was auswählen? Nein, wir müssen zum Glück nichts auswählen, das ist schon mal sehr gut, die sind mir die Liebsten. Ja, man bekommt eben, wie es aussieht, 50 Edelsteine und eine exklusive Pflanze, die man nur bekommt, wenn man diese 10 Tage hier fertig hat. Und irgendwie steht das sonst nirgends, dass man da eine Pflanze bekommt. Es gab nur mal ein YouTube-Video dazu, erst vor ein paar Tagen, wo es gesagt wurde, dass wenn man diese 10 Tage, diese 10 Parts hier fertig hat, dass man da eine Pflanze bekommt, die Sonnen macht. Was genau die macht, weiß ich noch nicht, die habe ich mir noch nicht, habe ich mich noch nicht spoilern lassen, aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Wenn wir hoffentlich jetzt gleich das Ganze locker schaffen. Wie gesagt, ich scheiß mich da nicht viel an. Ich werde jetzt auch vielleicht, wenn es eng wird, da Fähigkeiten oder Geld einsetzen. Ich spamme da meistens immer ein bisschen Dünger. Finde ich besser als Fähigkeiten. So. Ja, das passt schon mal da so. Erste Reihe. Den Eisdrachenmäulchen, dann die Nüsse und dann... Ah, das könnte knapp werden sogar. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das ist nicht mal so leicht gerade. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen konzentrierter das Ganze macht, könnte man es, glaube ich, trotzdem auch ohne Geld ausgeben und Fähigkeiten ausgeben schaffen. Aber ich denke mir immer... Es gibt dieses Geld, es gibt diese Fähigkeiten, also warum sollte ich sie nicht auch einsetzen? Vor allem, wenn ich eben so viel habe. Deswegen finde ich da, sehe ich da nichts Schlimmes dabei. Gut. Ja, jetzt haben sie schon fast geschafft, das war ja eigentlich... Also das waren eigentlich nur 2 Wellen, wie man oben sieht bei den Flaggen. Und die waren nicht wirklich schwierig. So, sind alle weg. Der Gargantua, ich glaube, den schaffen wir auch. Ich glaube, jetzt brauche ich keine Sachen mehr. Du musst mal Geschwindigkeit erhöhen. Warte, da setzen wir nochmal das Stachelkraut hier ein. Das Eisen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Eisenstachelkraut. Ich weiß es gar nicht. Und er ist. Und er ist weg. Und er ist weg. Und er ist weg. Bist du bald weg? Jetzt setzen wir da das hier. Ja, ist klar. Und wie soll ich den jetzt da hinten schaffen?
An das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber zum Glück nicht so. Nicht so krass. Aber es sah halt lustig aus. Alle Pflanzen da vorne und er schießt auf einmal den Wicht davor. Jetzt geht endlich drauf, der Mann. Und danke. So. Geld bekommen wir natürlich. Ist eh klar. Und was bekommen wir jetzt noch? Dr. Zomba spricht zu uns. Ha, ihr Strolche, niederträchtige Edelsteindiebe. Es tut nichts zur Sache, ich setze meine Pläne ungehindert fort. Ja, das tut er immer. Abgeschlossen. Halte Ausschau nach weiteren epischen Aufträgen. Ah, kommen vielleicht noch mehrere. Okay, das war's jetzt. Ich dachte, man bekommt eine Pflanze. Schauen wir mal. Gehen wir mal da zurück. Oder bekommt man das erst später? Ich muss zugeben, wie gesagt, ich habe bei dem einen Infovideo vom Plants zumindest nicht wirklich spoilern lassen. Schau mal, vielleicht kann man sich die jetzt kaufen, eben durch diese 50 Edelsteine. Gehen wir mal hier zum Shop. Nee, sieht nicht so aus. Ist nur die Eiserbse in Aktion. Okay. Gehen wir hier nochmal zurück. Vielleicht ist das bei diesem Super-Ding da. Wie heißt denn das nochmal schnell? Wie heißt denn das? Hier, bei dem probiere die Premium-Pflanze aus. Probieren wir das mal aus. Machen wir halt ein bisschen längere Folge. Dafür, dass jetzt so lange nichts kam. Okay. Mr. Koalas Premium-Pflanzen-Mission. Und was für eine Premium-Pflanze ist dabei? Achso, das Eisdrachenmäulchen, das hatten wir ja schon. Ja gut, das können wir trotzdem gerne machen. Ah, da habe ich die. Diese eine Erbsenknone habe ich im Sendkarten. Sollte erst recht kein Problem sein. Machen wir das hier weg gleich. Oh nein, da setze ich kein Geld ein, das wäre jetzt unnötig. Aber das setze ich ein. Das kann man nicht sogar. Diese Premium-Pflanzen-Missionen sind immer so easy. Vor allem, wenn man eben, wie ich hier jetzt, eine Pflanze im Sengarten hat. So, der Gargantua, den setzen wir gleich darauf. Ja, das schaffen wir schon. Sieht gut aus. Der ist weg und ich brauche wieder mein Bassonnen. Dankeschön. Oh ne, das spart man sich auf. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt zwei Reihen von den Eisdrachenmäulchen-Ding. Hier. Und dahinter einfach zwei Reihen von diesen Erbsenkanonen. Ja, ich weiß, ich kann sie zwar draufstellen, aber ich habe hier eh so viel Platz, da muss ich nicht irgendwie was irgendwie wen draufstellen. Obwohl die eigentlich zu meinen. Lass mich überlegen. Ich finde, wenn ich die Eiserbse hätte, dann wäre sie meine Lieblingserbse. Aber ich finde, so ist diese Erbsengnone. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ich glaube, irgendwas mit Schote oder so. Aber so ist eigentlich diese Erbsengnone meine Lieblings. Weil sie eben einfach nicht viel kostet und einfach verdammt viel Schaden macht, wenn man sie richtig platziert. Der Nachteil ist halt einfach, wenn es zerstört wird, sind gleich mal unglaublich viele Erbsengnonen weg. Zumindest wenn sie voll gepufft ist. Ich glaube, da passen 5 Erbsenkanonen rein. Ja, 5 passen rein. So, jetzt haben wir unglaublich viele Dünger. Ich würde sagen, ich setze das hier her. Dann das, dann das, dann das und das und dann noch das und das. Ah, da oben hätte ich jetzt auch noch was hinsetzen sollen. Unnötig. Stimmt. Passt. Gut. Ich werde mich mal erkundigen, wie man da diese eine Pflanze bekommt. Vielleicht kommt da erst in Zukunft erst diese Premium-Pflanze. Das werde ich dann wieder hochladen. Wenn ich diese Pflanze bekomme. Ah, da, neuer epischer Auftrag verfügbar. Das ging ja schnell. Ah, hier sieht man es jetzt. Ah, das hätte ich ein bisschen später machen sollen. Epischer Auftrag, rette die Goldblüte. Das ist die neue Pflanze, die ihr hier seht. Ich werde es einfach so machen. Ich werde 1 bis 9 einfach so privat durchspielen und nachher wieder die 10. Part, der 10. Tag, die 10. Runde werde ich wieder hochladen. Und dann vielleicht gleich eine Runde mit der Goldblüte spielen.
die macht angeblich Sonnen, was ich so mal gesehen habe. Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich schon drauf, wenn ich diese Pflanze habe. Und das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.